Sebastian Pastewka und Oland. Gleich in der Harald Schmidt Show. Brown Sugar. Brown Sugar. Das, meine Damen und Herren, ist das aktuelle Hörspiel, das mein heutiger Gast inszeniert hat. Er spricht selber nicht mit, aber er hat es inszeniert. Ein absoluter Hörspiel-Freak und Experte. Ein großartiger Kollege, ein absoluter Meister seines Fachs. Herzlich willkommen, Bastian Pastewka. Große Ehre für uns, dass du kurz vor dem Finale uns noch mal die Ehre gibst. Ich danke für die Einladung, großartig. Wie geht's? Gut, muss ich sagen. Ja, lange nicht gesehen. Ich glaube, ich war noch nie zu Sky-Zeiten in dieser Sendung. Ich wurde ja netterweise immer mal wieder eingeladen. Ja, und ja, wir ja. sind uns, glaube ich, auch im Grunde noch nie begegnet, außer vorhin auf dem Flur. Ja, hinter die Kulissen. Hinter die Kulissen mal. Aber das war toll. Und das war damals wunderschön. Bei unserem großen... Da haben wir uns kennengelernt. Ein Selfie? Sekunde. Nee. Danke. Facebook. Ja. Twitter. Und damals bei unserem großen gemeinsamen Erfolg, für den wir Preise abgeräumt haben auf dem Schiff. Du erinnerst dich, diese vier Stunden. Meine kleine Schwester heißt Hedi. Dann so ein Mädchen. Wir haben es wirklich versucht. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, da war Nathalie nicht da. Sie war im Hubschrauber. Sie flog. Du hast gesagt, bricht ab, bricht ab. Das hat doch keinen Sinn mehr. No, sie hat gesagt, Feuer! Ja. Olli Dittrich und ich sind in Sankt Goa ausgestiegen zwischendrin, jawohl, weil wir noch abends einen Auftritt im Bonner Theater Pantheon hatten. Ich habe nie zwei glücklichere Menschen gesehen als euch beide. Aber noch unglücklicher waren wir, als wir auf der Bühne waren, weil es war an dem Abend niemand da, weil alle gedacht haben, die sind ja bei Schmidt auf dem Rhein. Ach so. 10 Leute, hallo, ja. Meine kleine Schwester heißt wirklich? Ja, natürlich, war kaum jemand da. Du als Profi, als Bühnentier, im, wie anders als positivsten Sinne, wenn du 10 Leute hast, man ist eigentlich genauso drauf wie vor 10.000, oder? Oder nicht? Nee? Also ich hatte mal eine Comedy-Gruppe mit 4 Leuten und wir haben mal für einen Zuschauer gespielt. Habt ihr das wirklich gemacht? Das war der Negativrekord, ja. Aber wir haben gesagt, komm, jetzt haben wir es aufgebaut, jetzt spielen wir es auch. Und es war ein betrunkener Typ da, der aussah wie Olli Dittrich, wenn er einen, so einen Kiffer spielt, weißt du? Ja, ist nicht schlecht, macht ruhig weiter so. Und so da, 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 da. Und das Gefühl hatte ich bei der Rheinfahrt dann 20 Jahre später. Ja, noch einmal. Und die Regel ist ja, es muss gespielt werden, wenn unten mehr sitzen als oben stehen. Richtig, wir haben es einmal umgedreht. Ich glaube, es war der Abend, wo auch noch ein Stromausfall dazu kam. Also es war einer der beschissensten Abende, die ich überhaupt je hatte. Aber davon lebt man ja als Künstler. Ja, natürlich. Das Showbusiness kann hart sein. Wenden wir uns, da ist es gut. Wir haben festgestellt, wir haben wirklich, das muss man auch sagen, man muss auch die Menschen mal würdigen, die hinter der Bühne für unser Komfort, für unser Schlösser und alles sorgen. Einen gemeinsamen Redakteur, den wir beide viel zu verdanken haben, Josef Ballerstaller. Josef Ballerstaller, Josef Ballerstaller arbeitet bei Sat.1 und Legende. Ist ein öffentlich-rechtlicher Herr, muss man ja im besten Sinne ein sagen. Ein Gentleman, eine untergehende Sorte. Ja, klar, der Akzent ist perfekt. Natürlich, und, ja, es gibt, ich kenne 5, 6 Leute, die in Köln Josef Ballerstaller besser imitieren können. Als er selber. Als er selbst. Ja. Ich gehöre leider nicht dazu. Ich habe es versucht, aber es gibt Leute, obwohl auf die du ihn oft am Telefon hattest, als sie dir zu dem erfolgreichen Start gratuliert hat. Dann hat er mich vor lauter Freude Harald genannt, weil er mich mit dir verwechselt hat. Das war damals in 2005, ist lange her. Mir hat er ein Buch über Jean Sibelius geschenkt, weil wir uns oft darüber unterhalten haben. Wer ist noch mal Jean Sibelius? Mir ging es ähnlich. aber ich sagte, du hast recht. Du bist ein Freund vom Jean Sibelius? Also schenke ich dir das Buch. Ja. Er ist ein großer Chansonnier, mein lieber Nestroy. Aber jetzt zum Thema. Sie wissen nicht, wovon wir sprechen, das ist völlig in Ordnung. Ja. Wir auch nicht. Aber das ist ja das Spannende, oder? Ja, sonst sagen wir einfach alle 2 Minuten Hoeneß, dann sind Sie wieder mit dabei. So. Kommt noch eine Eilmeldung, kommt noch eine Eilmeldung. Die waren alle sehr, sehr lustig. Haben wir noch eine Eilmeldung? Ich bin der neue Bergdoktor. oder sowas, hätte ich jetzt noch gewartet drauf. Nein, leider nicht. Ich bin Mitglied des FC Bayern, ja. Hier ist das richtig. Heißt das jetzt der Hund der Baskerville? Ich kenne das als Film, der Hund von Baskerville. Richtig, das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler, wenn man so will. Damals. Ja. Damals, es heißt ja The Hound of the Baskervilles im Original, als Conan Doyle das 1901 geschrieben hat. Ja. Und hier ist es immer der Hund von Baskerville. Übrigens in der ersten Verfilmung, die aus Deutschland kam, ein Stummfilm, 100 Jahre her, von 1914, hieß es zum ersten Mal der Hund von Baskerville.
Aha. Ich wusste es nicht. Ich hätte gedacht, dass die Engländer das zum ersten Mal verfilmen. Haben sie aber nicht. Waren tatsächlich die Deutschen. 22 Mal ist das Ding verfilmt worden. Mhm. Überall in England als Fernsehspiel, als Kinofilm, von Amerikanern, Kanadiern, es gibt sogar eine russische und eine schwedische Verfilmung. Ja. Und wir haben halt wirklich jetzt nochmal ein Hörspiel draus gemacht. Du sprichst aber selber nicht. Nein, ich habe die Bearbeitung geschrieben auf Grundlage des Romans von Conan Doyle und habe die Regie geführt und habe Fachpersonal dort sprechen lassen. Und es gibt ja in Deutschland sensationelle Sprecher. Es gibt sensationelle. Wir haben sie alle da drauf. Ja, Frank Röth, Gerhard Gabers, Deborah Weigert, Walter Renneisen, der früher den Sherlock Holmes gesprochen hat. Gastauftritt, so wie wenn Sean Connery bei Robin Hood am Schluss als Richard Löwenherz nochmal rauskommt. Na, Sie erinnern sich vielleicht dunkel. Nenne Bastian irgendeinen Film, irgendeinen Vorspann. Er kennt sie alle. Das stimmt. Aber es wird auch still im Studio, nicht wahr? Nein. Nein. Dein Publikum liebt das. Nein, weil die Leute natürlich sagen, Donnerwetter, was habe ich da alles versagt? Bisher. Bisher. Das ist ja auch bei den, wie heißt es, Deutsche Hörspieltage vorgestellt worden? Es ist bei den Deutschen Hörspieltagen des Jahres 2014 vorgestellt worden. Aber es ist niemand gekommen, ist, weil wir damals bei diesem Auftritt, wo ich vor einer Person hatte. Nein, es ist jetzt bei der Leipziger Buchmesse kommt jetzt, wird es jetzt vorgestellt. Aber Hörspiele haben doch eine zwar kleine, aber sehr, sehr feine Gemeinde. Und man muss auch wirklich sagen, bei Hörspielen wird ja unglaublich was investiert von den Sendern. So ist es. Es ist eine WDR-Produktion gewesen. Ja. Und ich durfte das tatsächlich komplett frei. Also ich habe da mal einfach mal gefragt. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich ein Hörspiel inszeniere? Haben die natürlich erstmal gesagt, was soll der Quatsch? Haben mir gesagt, reich werden sie davon nicht. Und sowas kam dann direkt als allererstes. Ja, wirklich, das sagen wir beim Sender. Das war fast einer der ersten Ersätze, die kamen. Ich habe gesagt, ja, ich mache es auch nicht, um reich zu werden, berühmt zu werden, sondern ich möchte einfach, dass es eine vernünftige Hörspielfassung dieses tollen Romans in Deutschland gibt. Ja. Es gibt eine erhaltene aus dem Jahre 1966, jetzt wird es ganz spannend, mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes, den ich sehr verehrte. Der Ehemann von wem war? Oh, Margot Werner. Richtig. Ha, nicht gewusst, scheiße. Ja. Hat man so drauf. Hat man so drauf. Ja, Peter Pasetti. Mon Chef. Ja, der weiß es alles. Viele Jahre Traumschiff. Du warst ja sehr oft auf dem Traumschiff, ne? Du warst nie auf dem Traumschiff? Noch nie. Ja, aber da hat man diese Namen drauf. Weißt du, dass Käthe Gold, Gründgens. Herr Rademann hat mich angefragt, ob ich beim Traumschiff mit... Entschuldigung. Nichts Neues von dem. Hey, das ist mein Team, oder? Ja, super. Sie sagen, Bastian will noch eine Breaking News. Zack, vorbereitet. Nichts Neues von Hoeneß. Aber Rademann hat mich mal gefragt, ob ich auf dem Traumschiff mitmachen will. Und zwar schriftlich. Ja. Ich konnte leider zeitlich nicht, sonst hätte ich es gemacht. Ja. Weil unten drunter stand, in dem Brief, also es war kein Fax, war keine E-Mail, in dem Brief stand unten drunter, nach Telefondiktat verreist. Genau. Unten drunter. Und zwar in einer zweimotorigen irgendwo im Dschungel. Ich bin auf Motivsuche. Ja, das fand ich so beeindruckend. Ich hätte aus diesem Grund einfach zugesagt, ohne es Drehbuch zu lesen. Du würdest es lieben, weil er verehrt dich natürlich. Und allein, was du ihm alles erzählst von den ganzen Filmen, die ganzen Schauspieler. Er sagt, es gibt nur noch einen, der das kennt, der ist Busse. Ja, Jochen Busse weiß auch wahnsinnig viel. Zwischen Jochen Busse und mir gibt es auch immer ein wahnsinniges Battle darum, wer weiß mehr. Wirklich? Ja. Und ich habe noch einen Busse neulich gesehen in volle Kanne. Da sagt er, Theater ist immer Überhöhung. Ich kann so normal spielen, wie ich will. Es ist immer überhöht. Er ist immer zornig, ne? Er ist immer zornig. Immer Geräusche und so kommen da natürlich aus der Konserve. Wir konnten das Jahr 1889 nicht gut tatsächlich irgendwo in Köln mit dem Mikrofon aufnehmen. Wir haben alles im Studio gemacht. Es ist wirklich keine Lesung, auch keine Comedy-Version, wie man vielleicht glaubt. Es gibt eine Meldung von der Seite. Ja, ich wollte nur fragen, eine Technikerfrage. Ja, bitte. Sprechen deine Schauspieler so schnell wie du jetzt? Nein, schneller. Ich hoffe schneller. Moment, das brauche ich nicht. Bastian spricht jetzt sehr langsam, damit du ihn verstehst. Ach so. Ja. Bin ich wirklich so schnell? Ich mache überhaupt nicht. Du bist so schnell. Überhaupt nicht schnell. Du bist so wie ein TGV. Nein. TGV ist das Auto. Ne? Nein, der Zug zwischen Köln und Was du meinst, ist Déjà-vu. Déjà-vu, das ist die Einzige. Déjà-vu und TGV. Ich hatte ein Déjà-vu, als ich klein war. No. Ich hatte das ist ein Wunsch von Sky, dass wir in der letzten Woche Wortspiele mit TGV und Déjà-vu machen. Déjà-vu. Weißt du, was ich lange verwechselt habe? Ich kann keinen Millimeter Französisch sprechen. Ich verstehe noch nicht mal das, was du jetzt auf Deutsch sagst. Du rauchst beim Essen und der Rest... Weißt du, was ich lange verwechselt habe? In der Schule? Montmartre und Montmartre. Ah, pas mal. Das eine ist das Hurenviertel, und das andere ist die Armbanduhr. Mhm. Montmartre, Montmartre. Montmartre, je vais. Haben wir noch eine Eilmeldung von Hoeneß?
Eine meiner Lieblingsnummern von dir war... in den 70ern. Damals, du erinnerst das dich. War wir hatten alle kein Geld, aber wir waren brannten. Noch bei Sat.1, wir waren noch bei Sat.1, wir waren wieder mal bei Sat.1. Ja. Und das war deine Lieblingssendung von RTL. Jetzt! Das war Dschungelcamp. Nein, weil du immer sagst, jetzt! Ja, das waren die Trailer damals. Diese Trailer, jetzt! So eine schicksalhafte Begegnung. Und dann kamen immer traurige Filmtitel wie Saskia schwanger zum Sex gezwungen. Wobei das, das meiner Erinnerung nach tatsächlich ein Sat.1-Film gewesen ist. Das könnte sein. Ja, so wie Nathalie Endstation Babystrich, die Hölle nach dem Babystrich und Babystrich online. Ja, Babystrich. Babystrich wurde aber nachträglich nach der Marktforschung reingeführt. Ja, ja, natürlich. Ja. Gab's wohl Endstation Babystrich. Endstation. Und Babystrich nicht, online. Nicht Berufseinstieg. Endstation. Ich habe gerade gemerkt, du bist verheiratet jetzt. Ja, ich bin schon verheiratet. Seit wann? Seit dem 15. November 2012. This is private life. Ja. This is private life. Was? Privatleben. Ja. So. Oh, oui, aber das ist keine gute Akzent. Wie war eure Übergangsfrau hier? Oui. Unsere private, unsere Première Dame. Ja, kanntest du sie eigentlich, die Premier Dame von Frankreich? Ja, Knaller. Nee, ich kannte sie überhaupt nicht. Ist deine Frau hübscher oder so in der Art? Also sie ist hübscher? Deine Frau ist hübscher? Als alle Frauen, die ich kenne. Echt? Ja. Ja. Aber hallo, hallo. Können wir ein bisschen Musik haben? Ja. Mantovani oder so. Nicht nur hübsch, sondern eine hinreißende Persönlichkeit. Das ist aber keine Musik für meine Frau. Ich hoffe, ich lerne sie bald mal kennen. Ja. Was macht denn Helmut? Er hat traurige Musik gespielt. Ich sag, der spielt meine... So ähnlich klang es neulich. Das war Musik, wenn der Hulk kommt, aber nicht, wenn meine Frau... Können Sie ausflippen. Kein Wunder, dass die Show hier irgendwann mal... Ey. So, wo waren wir? Beim Thema Serien. Ja, bitte. Du warst immer schon Serien-Junkie. Ja. Ich habe dich mal im Flugzeug getroffen, da hast du mir gesagt, dass du das mit einem super technischen Gerät, was du hast, sozusagen auch bearbeitest. Ja. Du schneidest die Werbung raus. Lieblingsserie zurzeit? Eieiei, das ist sehr schwer. Ich habe gerade Dexter zu Ende geguckt. Das fand ich ganz toll, wie das geendet hat. Dritte Staffel von Homeland ist nicht so stark, wie ich eigentlich dachte. Ich glaube, ich lege mich fest auf House of Cards mit Kevin Spacey. Kennen Sie auch. Das gehört jetzt mittlerweile in der House of Cards, muss man sagen. Ja, das ist keine von den Serien, wo jetzt alle sagen, das wird ganz toll werden, weil das wäre mir auch wieder unangenehm. Ja. Und es ist ein Remake einer englischen Serie von 1990, die sogar in der ARD gelaufen House ist. House of Cards? House of Cards, unter dem Titel Ein Kartenhaus. Weil im Original hieß es auch... In der ARD, wer hat gespielt? Auch so ein Typ, der auch mal Sherlock Holmes gespielt hat. Ein Deutscher? Dean Redgrave, kann das sein, irgendwas? Das weiß ich nicht. Nee, so glaube ich nicht. Ich kenne habe ich auch erfunden. So, hattet ihr House of Cards auch? Natürlich. Es waren drei Doppelfolgen, also dreimal, zweimal 90 Minuten. Ah, 290 Minuten. Das auf, das war ja sowieso wie früher mit zum Beispiel Babek und so weiter, die großen großen schwarz-weißen Mehrteiler. Mit Ruth-Marie Kubitschek als und Melissa, so richtig. Immer wenn Ruth-Maria Kubitschek einen runden Geburtstag hat, wird in Bayern 3 Melissa wiederholt. Melissa ist eine Durbridge-Serie von 1966, die insgesamt 8 Stunden lang ist. Und die wird immer in einem Rutsch gesendet. Aber die Gemeinheit daran, und das muss man wirklich mal sagen, lieber Bayerischer Rundfunk, Ruth-Maria Kubitschek ist zwar in Melissa drin, aber sie stirbt in der dritten Minute. Das ist eine Schweinerei. Das muss man jetzt auch mal sagen. Da kannst du mal Musik machen. Da kannst du mal Musik machen. Das ist eine Gemeinheit. Jedes Mal senden die das. Das kannst du nicht. Müssen auf Kir Royal müssen sie senden. Oder eine Traumschifffolge mit Ruth-Maria Kubitschek. Da gibt es ja gar nicht genug. Hast du übrigens auch Geld in der Schweiz, du? Ja, viel. Kir Royal? Meinst du Kir Royal? Da ist Ruth-Maria Kubitschek auch drin. Aber meinst du nicht Monaco Franze? Da war sie ja Spatzel. Ja. Kir Royal. Verdammt nochmal, sie war nicht Royal. Aber richtig, richtig groß war sie als Spatzel in Monaco Franze, natürlich mit Helmut Fischer. Monaco Franze mit Helmut Fischer, natürlich, unter anderem.